Ein Kandidat steht noch aus und der kommt von der Philosophischen Fakultät, Johannes Krause. Johannes. Ja. Du hier. Ja, du hier. Wir haben uns dieses Jahr schon mal gesehen, das stimmt. Ja, ich wollte sagen, wir kennen uns flüchtig. Ja. Du redest heute über Germany's Next Topmodel. Verfolgst du denn selber die Sendung im Fernsehen? Aus professionellen Gründen, natürlich. Was anderes bleibt mir ja nicht übrig. Sitzt du da mit so einem Bewertungskatalog vom Fernsehen und sagst so, ja? Nein. Mehr mit nicht machbar? Mehr mit meiner Frau und einem Bier in der Hand, an der Tat. Ah ja. Sehr schön. Ja, also ich freue mich auf jeden Fall und wünsche dir jetzt viel Spaß bei deinem Thema. Vielen Johannes Dank. Krause. Dankeschön. Genau, vielen Dank. Ich möchte Ihnen ein Thema aus meiner Dissertation vorstellen, einen Teilbereich, also Kultivierung oder der Einfluss von Germany's Next Topmodel auf unsere Schönheitsvorstellung. Dazu erstmal zu klären, was ist Kultivierung? Da geht es nicht darum zu sagen, du bist kultiviert, du bist intelligent, du bist belesen. Es geht um einen Medieneffekt. Das heißt also, wenn wir bestimmte Medieninhalte häufiger konsumieren als der Durchschnitt, bleibt da was bei uns hängen, nämlich Kultivierung. Und im klassischen Fall ist das, ich konsumiere viele Krimis und denke darauf hin, dass an jedem Ecken und Ende dieser schönen weiten Welt Menschen umgebracht werden. Das ist Kultivierung erster Ordnung. Und wenn ich dann in zweiter Instanz auch noch mein Handeln daran anpasse, sprich also abends nicht mehr auf die Straße gehe, weil ich denke, dass dort besonders viele Menschen umgebracht werden, ist es Kultivierung zweiter Ordnung. Was macht das aber im Kontext von Germany's Next Topmodel? Gucke ich diesen Kram also wöchentlich, regelmäßig, mehr als der Durchschnitt, häufig, bleiben bei mir bestimmte Informationen hängen. Zum Beispiel, ich habe ein ganz spezifische Bilder von Schönheit. Wir haben hier einmal das Originalmodel und haben daneben verschiedenste Abstimmungen, die dann ihr Idealbild dargestellt haben. Das heißt, wir sehen zum Beispiel hier, das ist die spanische Abwandlung, dann haben wir hier die USA, Philippinen, Ukraine und China. Wenn dieser Gedankeneffekt einsetzt, dann haben wir hier Kultivierung erster Ordnung. Und wenn daraus dann auch noch erwächst, dass ich bestimmte Handlungen durchführe, wie zum Beispiel Sport treiben oder irgendwas anderes in der Richtung, dann habe ich eine Kultivierung zweiter Ordnung. Was macht aber Germany's Next Topmodel konkret mit uns, um uns das zu vermitteln? Es gibt eigentlich drei ganz klare Effekte. Zunächst einmal sehen wir bei Germany's Next Topmodel hier in dem Fall Lena Gerke, Gewinnerin der ersten Staffel, attraktive Mädchen. Denen wird in irgendeiner Form von Coaching mitgeteilt, steh so, mach dies, mach jenes, stell dich in irgendeiner Form dar, um dich am besten zu präsentieren. Das geht natürlich auch immer einher mit dem obligatorischen Umstyling, tränenreich und unterhaltsam immer dokumentiert, endet aber immer damit, dass wir aus attraktiven Frauen hochattraktive Models machen. Nun gibt es aber in jeder Staffel mindestens eine Dame, die gängigen Attraktivitätsmaßstäben nicht unbedingt entspricht. In unserem Fall jetzt hier Jacqueline, mittlerweile Pfarrerin. Diese Person wird von den Coaches meistens umschrieben mit, sie hat ein spezielles Gesicht, sie ist wandelbar, sie ist interessant. Auch diese Frauen durchlaufen denselben Coaching-Prozess wie alle anderen beteiligten Personen. Ihr werden sie wohl gesagt haben, lächel ein bisschen weniger nach Möglichkeit. Und genau das führt dann dazu, dass dann diese, ich nenne es jetzt mal mittelmäßig attraktiven Frauen, dann aber auch zu Topmodel-Kandidatinnen werden. Das heißt, wir sehen zum einen hochattraktive Frauen, die hochattraktiv gemacht werden und eher durchschnittlich attraktive Frauen, die zu attraktiven Frauen werden. Jetzt ist aber natürlich Germany's Next Topmodel nichts ohne Heidi Klum. Das ganze Ding ist komplett eingebettet in diese Marke Heidi Klum. Das heißt ja auch Germany's Next Topmodel bei Heidi Klum. Und natürlich hat Heidi Klum auch einen Beitrag an der Inszenierung. Sie sehen hier ein Foto von Heidi Klum aus der ersten Staffel im Jahr 2006. Und das Entscheidende ist, Sie sehen ein Foto von ihr. Das heißt, ich kann erkennen, sie ist gebräunt. Sie hat keine Falten im Gesicht. Wenn ich mich ein bisschen anstrenge, kann ich vielleicht auch noch was über die Augenfarbe sagen an der Stelle. Jetzt möchte aber Heidi Klum uns im Verlauf der Zeit symbolisieren und signalisieren, ich altere nicht. Ich kann die Nummer jahrzehntelang weitermachen, wenn ihr alle Bock darauf habt, das mit mir zu machen. Und es endet genau in diesem Momentum. Das heißt, wir sehen auf diesem Bild, das ist so überbelichtet, das heißt also so viel Licht in ihrem Gesicht, dass wir eigentlich gar nichts mehr erkennen.
Ne, wir sehen keine Krähenfüße, wir sehen keine Falten, von Augenfarbe kaum zu sprechen. Ob die gebräunt ist oder nicht gebräunt ist, kann man eigentlich gar nicht mehr so richtig erkennen. Der Lichtmann läuft immer nebenher und hält das Ding über sie. Also schlussendlich sehen wir hier ein Gespenst vor einer weißen Wand. Und jetzt macht dieses gesamte Ding macht natürlich mit uns was, weil wir sehen zum einen attraktive Frauen, die hochattraktiv gemacht werden. Wir sehen eigentlich auch nur attraktive Frauen in dieser Sendung. Keine einzige, die irgendwie hässlich ist oder weniger attraktiv. Das heißt, wir gehen davon aus, Attraktivität gibt es überall an jeder Stelle, jeder sieht das und wir erwarten dadurch auch mehr Attraktivität von unseren Gegenübern. Gleichzeitig bekommen wir auf dem Weg mitgegeben, Schönheit ist etwas Machbares. Du kannst das, du kannst das, du kannst das, ich kann das. Was auch dazu führt, dass ich mir die Frage stelle, warum schaffe ich das denn bitte schön nicht? Scheint doch ganz einfach zu sein. Und natürlich verspricht uns diese Sendung einen gewissen Nutzen durch Attraktivität. Es geht immerhin um Geld. Die Damen werden dafür bezahlt, die können einen Modelvertrag kriegen, sind unter Umständen mehr oder minder kurzfristig Fußballergattinnen oder können natürlich, wenn es dazu nicht gereicht hat, im Dschungel auftreten bei Adam sucht Eva oder irgendwelchen anderen Reality-TV-Shows, die aber alle Geld und mehr oder minder leidliche Prominenz einbringen. Das heißt, diese drei Faktoren geben uns im Hirn mit, Attraktivität lohnt sich. Und wenn wir daran anknüpfend dann auch noch Handlungen unternehmen, sogenannte Schönheitshandlungen, um unseren Körper zu bearbeiten, sei es jetzt nun durch Diät oder Sport oder auch die Körperrasur, denn das gute Topmodel ist überall ab hier natürlich vollständig enthaart, so wie sich das schließlich gehört, streben wir diesem Ideal nach und haben gleichzeitig eine Kultivierung zweiter Ordnung. Das davor war Kultivierung erster Ordnung. Das findet aber natürlich sein Ende nicht in dem Moment, wo ich einfach Sport mache oder eine Diät mache. Denn wenn ich bestimmte Ressourcen habe und gewillt bin, das umzusetzen, kann ich natürlich auch dauerhafte Schönheitshandlungen in Anspruch nehmen. Und hier sehen Sie jetzt einmal Kim Kardashian auf der linken und Cameron Diaz auf der rechten Seite. Kim Kardashian deswegen, weil sie hat in relativ jungen Jahren offensichtlich Schönheitsoperationen durchgeführt. Und sie hat das nicht gemacht, um Alterungseffekte zu irgendeiner Form oder den Verfallsprozess des Körpers aufzuhalten, sondern weil ihr individuelles Schönheitsideal zufällig auch dem gängigen Schönheitsideal entspricht und sie sich daran anpassen wollte. Bei Cameron Diaz haben wir den, ich nenne es jetzt mal Heidi Klum mit dem Lichtmann-Effekt, die möchte eigentlich Alterseffekte konterkarieren. Ob sie das nun schafft oder nicht, überlasse ich der Bewertung durch andere. Jetzt ist es aber so, ne, was macht das Ganze dann eigentlich mit uns? Wenn man mal zurückdenkt, 2006 ist 12 Jahre her, wenn ich also jetzt, ich bin ein bisschen älter, aber wenn ich jetzt 20 wäre, hätte ich seit meinem 8. Lebensjahr diesen Kram ständig sehen können. Immer wieder dieselben Diskursformen erleben können. Und somit prägt das natürlich Lebensläufe auch nachhaltig an der Stelle. Nun gibt es aber zum Glück gewisse Gegenmomente, auch von prominenter Seite aus. Das heißt, Jennifer Lopez thematisiert offensiv, ja, so sehe ich aus, wenn ihr mich auf der Bühne seht, wenn ihr mich auf dem roten Teppich seht, wenn ihr mich auf Fotos seht. Aber wenn ich morgens aufstehe, dann sieht das so aus. Und zwischen diesem Bild und diesem Bild liegen Visagist, Make-up-Mensch und natürlich auch der Haarstylist, der jedes Mal hinter ihr herläuft und diese Locke dann wieder so dreht, dass sie genauso aussieht in jedem einzelnen Moment. Und das wiederum findet auch immer weiter Verbreitung. Das heißt, wir sehen hier jetzt zum Beispiel Tyra Banks, das amerikanische Pendant zu Heidi Klum und Zooey Deschanel, Komikerin und Schauspielerin, die beide auch offensiv damit umgehen und sagen, nein, es ist nicht so, als würden wir morgens aus dem Bett fallen und würden total geschminkt aussehen. Und genau dieses Bild wirkt dann wiederum rück auf uns als Endkonsumenten beziehungsweise uns als Menschen in den sozialen Medien. Beginnend bei, dass wir zunehmend Frauen sehen, die sich dieser heteronormativen Erwartung der Rasur entziehen und trotzdem offensiv damit umgeben, dass sie attraktiv sind. Diese Dame verweigert einfach die Körperrasur und trägt das offensiv zur Schau, ohne dabei zu sagen, ich mache hiermit Abstriche in meiner Attraktivität. Auf der anderen Seite gibt es auch immer wieder Filme, die genau dieses Paradox, diese unterschiedlichen normativen Erwartungen an verschiedene Menschen und hierbei leider vor allen Dingen mehrheitlich an Frauen, das ist ein anderer Punkt, den ich jetzt hier nicht weiter, thematisieren kann, aber aufrufen, das zu hinterfragen, dieses Momentum. Also nicht einfach nur stumpf das zu befolgen, was uns Gesellschaft und Fernsehen und Medien vorleben, sondern zu fragen, wo ist dann der Punkt, an dem ich persönlich bin. Und hier, bis hierhin soweit alles durch Forschung gesichert, jetzt mein Appell an Sie, zunächst einmal machen Sie sich doch immer Gedanken,
warum oder wieso ich bestimmte Sachen tue. Wo kommt die Gesellschaft auf mich zu und möchte irgendwas von mir wissen oder möchte, dass ich irgendwas tue, wohingegen ich mich fragen muss, bin ich in der Lage, das als Person zu leisten? Konkretes Beispiel oder zwei konkrete Beispiele. Ich stehe morgens natürlich auch nicht so auf. Ich habe mir bewusst überlegt, wie übrigens auch alle anderen Beteiligten außer Nico, dass ein Hemd anziehen nicht verkehrt wäre. Sie können sich darauf verlassen, wenn Sie einfach in mein Büro kommen, sehe ich nicht so aus an der Stelle. Und natürlich auch ganz konkret die Frage, es gibt eigentlich an einem Sonntagmorgen, wenn Sie aus dem Bett aufgestanden sind, das Haus verlassen, um sich Brötchen zu holen, keinen realen Grund, sich zu schminken, es sei denn, Sie wollen sich den heißen Bäckersburschen klar machen. Vielen Dank. Johannes Krause!